Lösen von negativen Emotionen und Traumata, weil es so viele Menschen betrifft und auch, sag ich mal, so viele mehreren Sinn, dass das tatsächlich mit einem Schnipp oder einem Code oder einer Anwendung dauerhaft gelöst werden kann. Und dann sind alle enttäuscht, wenn sie viel Geld ausgeben und es klappt halt nicht mit einem Mal, es klappt halt nicht mit einer Anwendung, mit einem Code. Und ich wollte euch mal erklären zuerst mal, was da vorgeht, woher diese Emotionen kommen, woher diese Traumata da sind, wo die sind, wo die verankert sind. Und wenn ihr das verstanden habt, dann kann ich euch auch zeigen, wie sie zu lösen sind. Und vielleicht noch ein Exclaimer, oftmals haben wir ja tatsächlich das Gefühl, wow, jetzt ist es weg und dann kommt es wieder. Das ist ja immer was allen so passiert. Sie haben das Gefühl, sie haben es überwunden, sie haben das Gefühl, sie haben es geschafft und es ist jetzt weg und plötzlich ist es wieder da. Und deswegen nochmal, nächster Disclaimer, ist es wichtig, damit, dass ich es verstehe und dass ich Tools habe, wie ich damit umgehe, dass ich weiß, wie ich damit umgehe, wenn es wieder da ist, wenn die Angst wieder da ist, wenn der Schrecken wieder da ist, wenn die Panik sogar wieder da ist, die ich geglaubt habe zu lösen. Und wenn ich nicht weiß, wo sie herkommt, dann habe ich Angst. Wenn ich nicht weiß, was es ist, dann habe ich Angst. Wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann, dann habe ich Angst. Und dann renne ich und suche Hilfe und bin bereit, alles zu bezahlen, bin ein absolutes Opfer und falle eben dann auch leider häufig auf Versprechungen herein, die eben dann auch wieder eine kurze Hilfe bieten, aber keine langanhaltende Transformation. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja langanhaltende Transformation. Wir wollen uns ja nicht mehr gefangen und gejagt fühlen von Geschichten, von Emotionen, von Gefühlen, von Ängsten. Okay? So. Versuche ich das hier jetzt mal zu einerseits aufzeichnen für mich und andererseits gebe ich jetzt mal mein Whiteboard frei und hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Bisschen warten, bis ihr wieder da seid. Ja, super. Also, ich fange damit an, euch mal zu erklären, wo diese Sachen sind. All diese Emotionen, all unsere Gefühle, all unsere Vorstellungen sind innen. Und wo ist das Innen? Das Innen ist eigentlich für mich hauptsächlich wahrnehmbar als emotionale Welt, als emotionale Erfahrung. Eine Erfahrung, die in mir passiert, die in mir Gefühle auslöst, die scheinbar von einem äußeren Impuls getriggert wird. Aber wiederum in Wahrheit ist es nur, dass dieser äußere Impuls mich in eine Welt, in eine Vorstellung reinversetzt. Und es ist so eine schnelle Abwechslung, das, was ich mir vorstelle oder das, was ich höre oder das, was ich analysiere oder das, was ich gerade rückschließe, das, was ich gerade glaube, das zündet sofort einen emotionalen Raum in mir. Ja, ich befinde mich immer in einem Seinszustand und ein Seinszustand ist hauptsächlich wahrzunehmen für mich in meinem menschlichen Körper als emotionaler Raum. Stell dir das jetzt mal so vor, als lebst du immer in einer energetischen Wolke. Es ist immer eine energetische Wolke, die in dir entsteht und aus dir heraus um dich herum sich bildet. Und diese energetische Wolke hat die Signatur
von dem Seinszustand, in dem du dich gerade befindest. Also, was du gerade über dich und über die Welt denkst. Und diese Wolke, nennen es Aura, aber da haben wir auch wieder zu viele Vorstellungen. Aber diese Wolke ist immer da. Sie fühlst du und auch andere, die mit dir in Kontakt sind, fühlen das. Ja, und das bist du. Du bist diese Wolke. Du bist nicht deine Vergangenheit, du bist nicht deine Zukunft, du bist nicht das, was deine Eltern von dir gedacht haben oder dein Umfeld, du bist nicht deine ganze Geschichte, du bist nur in diesem jetzigen Moment diese Wolke. Mehr bist du nicht. Ja, das ist wirklich immer nur jetzt und natürlich viele, viele jetzt nacheinander kreieren dein Leben. Also, malen wir mal hier diese Wolke auf, ja? Es ist wirklich, das ist gerade ein bisschen schwer zu zeichnen, aber ich habe es ja erklärt. Das ist diese Wolke, das bist du, das ist dein Bewusstsein. Dein individuelles Bewusstsein, dein individuelles Seinszustand, der jetzt ist. Und deswegen heißt es, er ist jetzt, aber er kann im nächsten Moment eben ein ganz, ganz anderer sein. Also du hast immer Zugriff auf deinen Seinszustand. Du hast immer Zugriff zu entscheiden, wer du bist, welche Wolke du gerade ausstrahlst. Ja? Und du hast auf alles Zugriff, auf alle Zeitlinien, auf alle Dimensionen in deinem Leben, auf alle Erinnerungen. Du hast Zugriff auf alle Erinnerungen aus deiner Familie, die dir zugetragen worden sind. Und nenne diese Wolke nun Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein strahlst du aus. Und es geht wirklich darum, dass in dem Moment, welche Punkte du hier anstrahlst, ja, egal welche Punkte, das können positive Gedanken und Erinnerungen sein oder negative. Es können traurige Gedanken und Erinnerungen sein oder negative. Es ist jederzeit dir möglich, hier anzustrahlen, was du möchtest. Jederzeit. Und zu erkennen, dass das, was du jetzt im Moment aktivierst, mit deiner Aufmerksamkeit, mit deinen Gedanken, mit deinem Seinszustand, das ist. Das ist. Und das bedeutet eben, es ist bedingungslos möglich für dich, einen Seinszustand zu aktivieren oder nicht. Von einem Moment auf den anderen wirst du traurig, ja? Von einem Moment auf den anderen bist du einfach in dieser Wolke, in diesem Seinszustand der Trauer oder des traurigen Gefühls. Und dann reiht sich alles aneinander, ja? Du ziehst magnetisch andere Geschichten, andere Vorstellungen diesbezüglich an, je nachdem, in welchem Seinszustand du dich befindest. Ja, und das ist einfach so, so wichtig, dass du weißt, du bist eigentlich nur diese Wolke, dieser Seinszustand. Es hat keine Bedeutung, sondern es ist einfach nur dieses, was immer in der Spiritualität gesagt wird, dieses Ich bin. Und wenn du eben sagst, ich bin traurig, dann hast du eine ganze Wolke, dein ganzes Seinszustand, deine ganze Brille, dein ganzer Filter, alles, was in dem Moment, in dem du traurig bist, ist traurig. Es ist traurig. Alles, was du siehst, ja, spielende Kinder auf dem Spielplatz sind dann traurig, weil du das so wahrnimmst, dass du vielleicht sagst, oh, ich hatte nie so eine leichte, beschwerte Kindheit oder ach, könnte ich auch nur so leicht und beschwert sein wie diese Kinder. Was kann ich nur tun, damit ich auch mal so leicht und unbeschwert bin wie diese Kinder? Ja?
dann ist es traurig. Spielende, freudige Kinder zu sehen, ist dann wirklich traurig, weil dein Seinszustand, deine ganze Wolke hier sagt traurig, ich bin traurig. Und so muss alles wirklich traurig sein. Und das hat eben diesen ganzen Effekt, immer wieder gibt's Neues und dann bist du traurig wegen den Kindern und dann hörst du was in den Nachrichten, was dich wieder traurig macht und dann kannst du sicher sein, dass du einen Anruf bekommst mit einer traurigen Nachricht. Deswegen ist es so wichtig, dass du das verstehst, dass es hier alles von dir, von deiner Vorstellung ausgeht und sich nun zu erlauben, nicht mehr traurig zu sein, sondern freudig, bedingungslos und grundlos erlauben sich viele Menschen nicht, weil sie ja so viele Gründe und so viele Geschichten und so viele Rechtfertigungen haben, um in diesen traurigen Seinszustand, um in dieser traurigen Wolke zu bleiben. Und da ist es wichtig, dass dir bewusst ist, dass wenn du weißt, es geht nur um den gegenwärtigen Moment, den du alleine kreierst, es geht nur um den gegenwärtigen Moment und keine Rechtfertigung, um keine Begründung, um keine Erlaubnis, sondern nur eine, und ich weiß, viele sagen, es ist die Wahl, aber es ist nicht die Wahl, es ist die krasse, starke, felsenfeste Entscheidung. Wer du bist, wie du dich fühlst, was für dich eine Bedeutung hat, welche Einwirkung du auf dich erlaubst, das ist eine Entscheidung, eine felsenfeste Entscheidung, in die du dich verankern musst und von der du nicht mehr abweisen darfst. Und diese Wolke, dieser Seinszustand, dieses Bewusstsein wird oftmals Seele genannt, ja? Und da wird oftmals gesagt, die Seele muss Traumata heilen, die Seele muss Verletzungen heilen, wenn du abgelehnt worden bist, wenn du nicht geliebt worden bist. Aber diese Heilung findet durch deine Wahrnehmung statt, weil du nimmst als wahr an. Und deswegen heißt es Wahrnehmung, und so ein viel, viel besseres Wort in der deutschen Sprache für das Bewusstsein wäre das Wort Wahrnehmung, weil ich nehme die Dinge wahr, die mir gefallen. Alles, was schön ist, ist wahr. Alles aus einer schönen Perspektive, in einem schönen Licht, wird wahrgenommen. Oder alles Negative wird wahrgenommen. Die Situation, die ich dir vorher erzählt habe, auf dem Spielplatz, die nimmst du wahr. Und je nachdem, wie gerade hier deine Wolke, dein Bewusstsein aktiviert ist, nimmst du es eben schön wahr und freust dich mit den Kindern, die leicht und unbeschwert fühlen, oder du nimmst es negativ wahr und machst dir auch noch Sorgen, dass die vielleicht in ihrer Leichtigkeit und Unbeschwertheit sich möglicherweise verletzen können und einen Unfall am Klettergerüst oder auf der Rutsche haben können. Ja? Das ist deine Wahrnehmung und da ist nichts. Und du hast immer recht in deiner Wahrnehmung. Und erst dann, wenn dir dieses ganze Konstrukt bewusst ist, dass da niemand und nichts, keine, man sollte und es ist doch so, es war doch so, immer so und das gehört doch so und man müsste es doch so machen und wie kann man es nicht anders machen, dass das alles von dir wahrgenommen wird, dass das deine Wolke, dein Bewusstsein, deinen Raum bildet. Und wenn du von Seele sprechen möchtest, die eben Traumata löst oder die Emotionen heilt, Verletzungen heilt, dann ist es dein Bewusstsein, dann ist es deine Wahrnehmung. Und da ist nichts, was von außen
hier etwas bewirken kann, wie du etwas siehst oder nicht, außer du erlaubst es. Außer du hörst auf deine Freundin, die dir sagt, so und so und das ist gefährlich und gestern sind wieder 3 Kinder auf dem Spielplatz tödlich verletzt worden, bla bla bla, ja, dann ist es deine Wahrnehmung. Und ich kann dir ein kleines Beispiel von meiner Wahrnehmung geben, die ganz, ganz schrecklich war. Es war bei uns hier mein Sohn, vielleicht wissen es viele von euch, der ist ja mittlerweile Profi-Snowboarder im nationalen Team. Und als er kleiner war, ich konnte es nicht handeln, diese Sorge, diese Angst um ihn. Und ich war immer mit einer Wolke der Angst um Seen umgeben. Und ich bin immer rumgelaufen und habe versucht, Unfälle, Verletzungen einzudämmen, zu sichern, dass nichts passiert. Und ich war immer besorgt, sehr besorgt. Das war meine Wolke der Sorge. Und eines Tages hier, ein so ein Pfeil, ist bei uns ein ganz schlimmer Unfall passiert. Eben beim Snowboarden in diesem Snowpark. Und das Kind ist schwer verletzt gewesen. Und mein Sohn hat das gesehen, er kam dort dazu und hat mir dann erzählt, wie die Mutter von diesem Kind voll Sorge und voll Angst und schockiert war. Und ja, er musste das verarbeiten und hat mir das erzählt. Und ich war sofort in dem Bewusstsein dieser Mutter. Ja, sofort war ich dort drin, sofort habe ich ihre Angst gespürt, sofort habe ich ihre Verzweiflung gespürt, sofort war ich wie die Mutter, wir sind alle eins, wenn ich mich dahin begebe. Und natürlich war ich überhaupt für niemanden hilfreich, im Gegenteil, ich war für mich auch noch völlig aufgelöst, weil ich mir vorgestellt hätte, wie geht's der, wenn ich dort bin. Aber es war meine Vorstellung. Ich weiß bis heute nicht, wie sie das gehandelt hat oder was auch immer. Aber ich gehe davon aus, dass alles in bester Ordnung ist. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als davon auszugehen, dass alles in bester Ordnung ist und dass wir in einem Leben leben, in dem alles in bester Ordnung ist und in dem wirklich das gut ist und dass wir nicht ausgeliefert sind und dass wir keine Opfer sind, sondern dass wir geliebt, beschützt und getragen sind. Und das ging so weit, ich konnte es nicht mehr loslassen, diese Vorstellung. Diese Vorstellung kam immer wieder zu mir, die kam immer wieder in meinen Raum. Und ich habe mir nur gedacht, wenn ich die Frau bin und wenn das passiert und wie kann man das verhindern? Und ich habe sogar bei den Bergbahnen angerufen und ich habe denen gesagt, die müssen das besser schützen, sie müssen das besser abriegeln und dass das nie wieder passieren kann. Und ich war so in diesem Drama drin, das war ein Trauma, das nicht mal meins war. Das hat mich nicht betroffen, aber die Geschichte, weil sie so analog zu meinem Gefühl war, hat mich so getroffen, dass ich es nicht mehr loslassen konnte. Ich konnte es nicht mehr loslassen. Ich war gefasst und gefesselt in dieser Angst, in diesem Trauma. Es ging nichts mehr anderes los. Oh mein Gott, wenn es meinem Kind passiert. Oh mein Gott, wenn es meinem Kind passiert. Bis dann das kam, was ich mir als Allerschlimmstes gewünscht habe. Der Anruf von dem Trainer von meinem Sohn, dass mein Sohn sich verletzt hat. Und es ist alles zusammen. Es ist alles zusammen. Ich könnte dir noch so viel mehr Geschichten erzählen. Und die gut ausgegangen sind, er hat sich nur das Handgelenk gebrochen und war ja alles diesbezüglich überhaupt keine schlimme Sache. Aber ich bin dann hingefahren und habe den geholt. Ich war panisch. Ich war panisch. Und dann habe ich den Vater vom Sohn angerufen, habe gesagt, du musst unbedingt kommen. Ich war aufgelöst. Ich brauchte den wegen einem Handgelenksbruch. Der hat gedacht, was ist los mit der? Und ich habe ihm auch gesagt, ich brauche dich jetzt, du musst da sein. Ich war so panisch und das war nur das Ganze, das war nur meine Wolke, die ich lange, lange aufgebaut habe und die ich mitgetragen habe. Und wie kann ich das lösen? Wie komme ich da raus? Wie komme ich da raus mit einem klaren Wissen, mit einem klaren Bewusstsein
über wie alles funktioniert, wie ich alles kreiere, aus mir heraus, aus meiner Vorstellung, aus dem, was ich beleuchte, aus dem, womit ich mich beschäftige. Und wenn ich das ganz, ganz tief weiß, wie das funktioniert, dann kann ich das üben, dann kann ich meinen Verstand dazu benutzen und ihm das erstmal zu erklären und zu sagen, dass ich jetzt hier eine Wolke für mich kreiere, bedingungslos, in der Sicherheit und Liebe herrscht, in der ein Zustand herrscht, in dem ich mich selbst und die Welt sicher und beschützt wahrnehme. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das handeln. Wenn ich das weiß, dann habe ich auch die Tools, dann habe ich die Werkzeuge, dann weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Und dann weiß ich die Wahrheit über unser Leben. Und dann muss ich halt auch irgendwie verstehen, dass der Tod oder alles Schlimme genau das ist, was ich wahrnehme, was es für mich bedeutet in Wahrheit, ob ich in Wahrheit eine Wolke, ein Bewusstsein eines menschlichen Opfers, das eben so konditioniert ist und so gemacht ist und so traumatisiert ist und so verletzt ist, oder ob ich wirklich da herausspringe und diese ganzen Dinge, die negativ hier sind, die ich als negativ beurteilt habe, mir jetzt die Freiheit rausnehme und sie aus dem göttlichen Licht, aus dem Licht, wo alles in absoluter, höchster Ordnung ist, zu betrachten und hier immer wieder, wenn in meinem Leben hier etwas Negatives kommt, dass ich mir dann die Freiheit herausnehme, das zu transformieren, weil das, was für mich wahr ist, ist für mich halt wahr. Und das ist dieser Job, das ist diese Arbeit und das ist das, was ich sage aus diesem Human Design, aus der menschlichen Beschränktheit und aus dem menschlichen Denken, diesen Bewusstsein heraus, das weitergegeben wird und weitergegeben wird, Ansicht für Ansicht, Wahrnehmung für Wahrnehmung, dass ich da halt wirklich heraushüpfe, mich darüber erhebe und sage, nein, ich weiß, wie diese Schöpferenergie, die Kreationsenergie, die Quantenfeldenergie, um nicht zuletzt zu sagen, die göttliche Energie funktioniert und alles transformiert, meiner Wahrnehmung entsprechend. Und so funktioniert alle Schöpfung, alle Manifestation, alle Heilung. Aber ich muss mich, wie Neville Goddard sagt, in diesem God-State erheben, mich befreien von allen menschlichen einschränkenden Vorstellungen und Wahrnehmungen und mir erlauben, diese göttliche, unendliche, weite Brille aufzusetzen, die dann die Dinge aus dem Herzen, aus der Liebe, aus der göttlichen Wahrnehmung, aus dem Positiven, aus der positiven Wahrheit heraus erkennt. Und wenn ich dieses Ganze verstanden habe für meinen Verstand, dann kann mein Verstand mir helfen, diesen Seinszustand immer wieder zu transformieren und so aufzubauen, wie ich sage, ich bin in göttlicher Ordnung, in Perfektion, in Freude, in Leichtigkeit, in unterstützt. Ich bin unterstützt durch mich, durch meine Vorstellung. Und meine Vorstellung ist Gott. Ich zitiere so gerne Neville Goddard, weil er es einfach so wahr sagt. Nur ist es jetzt wichtig, dass ich es verstehe, dass ich es anwende, und dass mich nichts und niemand mehr davon abbringen kann, das zu tun, das zu machen, das zu umzusetzen. Und in dem Moment heile ich, werde ich zum Heiler. Ich heile meine Vorstellung, ich heile meine Wahrnehmung. Und damit heile ich meine Wolke, meinen Zustand und meine Emotionen. Und das ist das Prinzip. Und es funktioniert nichts anderes. Es funktioniert nicht. Es kann funktionieren, wenn du einen Heiler oder irgendjemanden beauftragst, der dich heil sieht.
Aber nachdem deine eigene Wahrnehmung das Ausschlaggebende ist und du nicht für immer in der Ansicht eines Heilers, der heil sehen kann, der deine Lösung, deinen göttlichen Seinszustand wahrnimmt, wenn du da immer wieder raushüpfst und rauskullerst, weil du eben dieses ganze Prinzip noch nicht verinnerlicht hast, verstanden hast und noch nicht kompromisslos immer wieder anwendest für dich, musst du immer wieder von Heiler zu Heiler, von Inputgeber zu Inputgeber rennen und du hast keinen nachhaltigen Erfolg, kein nachhaltiges Ergebnis, du hast keinen nachhaltigen Seinszustandwechsel und du bist abhängig. Und wenn du dieses Fundament in dir gefunden hast, in dir gelernt hast, in dir verinnerlicht hast, ist es immer schön, wenn du geholfen wirst, wenn du dir auch dann einen in deinem Bewusstseinsraum Menschen und deines Wahrnehmungsgleichen einlädst und dich damit umgibst, dann ist das Ganze natürlich wie eine riesengroße Blume, wo wächst und weitergetragen wird. Und das ist ja natürlich das, was wir wollen. Aber zuerst muss es jeder für sich in sich verinnerlichen, anwenden und von diesem Standpunkt, dass ich meine Wahrnehmung bin und nichts anderes, dass ich deswegen die einzige wirksame Kraft in meinem Universum, in meinem Bewusstsein bin, die sich hinterher outpusht, die sich hinterher zeigt im Außen, die sich hinterher manifestiert. Und darin darf ich mich erheben und zwar bedingungslos. Da brauche ich jetzt nichts mehr dazu. Ich muss nichts mehr lernen. Ich muss keine Kurse mehr machen. Ich muss einfach nur begreifen, dass so die Wirkung unseres Universums entsteht durch uns heraus. Und das muss ich eben wirklich bedingungslos glauben und wissen, dass es halt so ist. Und wenn ich das kann, dann wird mein Leben wirklich leicht, dann wird mein Leben angstfrei. Dann sind diese ganzen Emotionen, die mich scheinbar einschränken oder unterdrücken oder machtlos und kraftlos machen, die sind nicht mehr in meiner Wolke, weil ich sie nicht wahrnehme für mich. Es ist nicht meine Wahrheit. Es bedeutet nicht, dass es etwas mit mir zu tun hat, sondern es ist existent. Aber ich nehme es nicht wahr. Und dadurch, dass ich es nicht wahrnehme, ist es keine Wahrheit und es hat nichts mit Ignoranz zu tun, sondern das hat mit Entscheidung und Wahl und Schöpfertum und Kreation und Manifestation zu tun. Und jedes Mal, wenn ich irgendjemanden erlaube, in meine Wolke reinzukacken, ja, dann stinkt es halt da drin. Da muss ich halt wieder aufräumen, da muss ich halt wieder putzen, da muss ich halt wieder sauber machen. Und wenn wir das übernommen haben als unseren normalen Seinszustand, als unsere normale Wirkung, als unsere normale Wahrheit und das weitergeben und dieses Fundament dafür haben, dann wird unsere Welt wirklich schön. Aber jemand muss die Arbeit machen. Jemand muss bereit sein, von diesem human eingeschränkten Design, das wir bei Geburt an übergestülpt kriegen, sich herauszuheben, die Reise zu machen, die Bewusstseinsreise, die Klarheitsreise, die Verstandesreise zu machen, in dieses Divine Design, in diese göttliche Schöpferkraft, in die Kraft der Manifestation und Kreation, wo mittlerweile in aller Munde ist, dass wir die haben. Nur wieso, weshalb, warum? Und was ich genau mit mir anfangen kann, um in dieser Kraft zu sein und zu bleiben und zu wirken und zu bewirken und zu erfahren, das ist für mich die Divine Design Reise. Und für mich fängt es an mit diesem Fundament, mit diesem klaren Verständnis, mit diesem klaren Wissen darüber, wie es wirkt und was ich tun kann, damit es genau so wirkt, wie ich es haben möchte. Und wenn ich dieses Fundament nicht habe, da kann ich immer wieder suchen nach jemandem im Außen, der mir es endlich macht, weil ich es noch nicht bin. Und in dem Moment, wo ich weiß, dass ich es bin und wo ich weiß, wo die Tools sind und wie ich das umsetzen kann, wirke ich heilend für alle Emotionen, für alle Stories, für alle Geschichten, für alle Traumata, für alles.
Und es kann jeder von uns, dafür sind wir da, dafür ist diese göttliche Wahrheit in uns. Deswegen sind wir ja die ganze Zeit nach der Suche, weil wir dieses ganze menschliche Gequatsche, dieses eingeschränkte Gequatsche im Inneren wissen, dass es nicht die Wahrheit ist und dass da mehr sein muss und dass da mehr für uns ist in diesem Leben und dass wir dieses Leben aus einer ganz höheren Perspektive erleben dürfen, wahrnehmen dürfen, Freude haben dürfen, alles für uns wahrnehmen, was uns gefällt und keine Vorurteile, keine Einschränkungen mehr erlauben. Ja, ihr Lieben, das war mein Wort zum Sonntag. Ich wollte eine halbe Stunde halten. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Es sind wirklich für mich, ich war überall, sprich mit mir über sämtliche Ansätze und ich sage dir, wieso sie nicht dauerhaft funktionieren und wirken. Und finde das, die Wahrheit in dir und setz sie um. Gerne helfe ich dir dabei, weil unser Verstand geht immer gerne wieder in diese alte Diskussion, in dieses Human zu sein. Das geht ja nicht, das ist ja schwer, wie soll ich das machen? Es braucht diese klare Entscheidung, es braucht dieses klare Wissen. Ich will nicht mehr da unten rumkrebsen, es ist nicht für mich gedacht, es entspricht mir nicht. Ich spüre ganz, ganz klar, dass hier mehr in diesem Leben für mich auf mich wartet. Und ich möchte ganz vielen Leuten auch dabei helfen, das zu lernen und es dann weiterzutragen und diese Divine Revolution ins Business zu bringen, in die Welt, wo ich dafür bezahlt werde, Großartiges zu bewirken, großartig zu unterstützen, Großartiges zu kreieren für mich und für andere mit. Und das ist meine große, große Mission, weil ich viel zu lange gelitten habe, weil ich viel zu lange in diesem Human Design gefangen war, weil ich viel zu lange nicht wusste, wie ich da rauskommen soll. Und es hat tatsächlich meinen totalen Kollaps, meinen totalen Exodus körperlich, finanziell, emotional gebraucht, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass ich den gefunden habe. Ich habe ganz, ganz viel investiert. Ich bin in viele Sackgassen reingerannt. Ich habe viele Rückschläge gehabt, aber ich habe eins nie getan. Ich habe niemals aufgegeben, weil mein großes, großes Ziel war, den Weg, der gangbar ist, zu finden und ihn jetzt zu teilen, so dass die Menschen das leichter haben können und nicht mehr in so viele Sackgassen und Frustrationen reinrennen müssen. Aus Fehlern lernt man ja, das ist auch so ein Human Design Glaube. Ich muss nicht so wahnsinnig viele Fehler machen. Klar, ich mache immer Fehler, ich lerne immer davon, aber ich kann es mir auch ein bisschen leichter machen. Ich wünsche euch einen Happy Sunday und jeder darf mich anschreiben, jeder darf mich fragen. Meine Programme sind auf meiner Homepage mywellfeeling.com. Aktuell das Businessprogramm aus der allerneuesten Perspektive. Und ich als eine Unternehmensberaterin habe jetzt genau das, was ich dir jetzt erklärt habe, mit all diesen Unternehmens-Hard-Facts zusammengepasst. Und ich verspreche dir, in meinem Businessprogramm kannst du innerhalb von 4 Monaten dein Business erfolgreich eröffnen, weil du die bist, die ein erfolgreiches Business mit einer großen Vision und Mission führt. Im Moment für Frauen. Es gibt so viele Frauen, die sind selbstständig und sie haben aber noch kein Business, das sie trägt und unterstützt, suchen immer noch nach mehr Ausbildung, suchen immer noch nach mehr Angeboten und dabei ist alles schon in jeder von uns angelegt und vorhanden. Wir müssen nur den Dreck wegkratzen, dass wir das finden und uns erlauben, es einfach zu sein. Also, alles ist gesagt. Und bis bald. Ich freue mich, von jedem zu hören, per Messenger, E-Mail, über meine Homepage nochmal, mywellfeeling.com. Tschüss!